Abstieg, Umbruch, Hoffnung. Im Erzgebirge stehen die Uhren im Sommer noch auf Neuanfang. Aber Präsident Helge Leonhardt und Trainer Timo Rost scheitern krachend. Eine Chronologie der Krise. Nach 6 Jahren zweite Liga verpatzt Aue den Saisonstart in Liga 3. Wir alle müssen uns erstmal dran gewöhnen. Wir haben eine komplett neue Mannschaft und hier wird ein ganz anderer Fußball gespielt. Natürlich können wir spielerisch noch mehr zulegen. Wir haben die Spieler dafür. Aber in dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt. Ist ein schönes Gehacke. Der mutige, offensive Spielstil von Trainer Timo Rost wird ihm zum Verhängnis. Nur 2 Punkte nach 4 Spielen. Nach der Niederlage gegen Wiesbaden erkennt Rost seinen Fehler. Neuer Fokus, Defensive. Aber auch in den emotionalen Derbys gegen Dresden und Zwickau bleibt das Erfolgserlebnis aus. Conte plötzlich da! Er stellt den Spielverlauf auf den Kopf! Und Rost kotzt natürlich volle Kanne ab. Auffällig, der Mannschaft fehlt das Gerüst. Erfahrene Führungsspieler sind mehr Bankdrücker, weniger tragende Säulen. Keine Stabilität, keine Punkte. Der Frust der Fans entlädt sich nach der Heimniederlage gegen Zwickau. Und auf der anderen Seite plautzt und böllert es und frustet es. 43 Fanclubs und 29 Sponsoren fordern den Rücktritt von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Lage spitzt sich zu. Das 1:3 gegen die Löwen bedeutet die 4. Niederlage in Folge. Noch nie in der Historie der 3. Liga ist ein Zweitliga-Absteiger so schlecht in eine Saison gestartet. Ich glaube, dass der erste Schritt in Aue sein muss, dass man diese Differenzen ausräumt, dass man der Mannschaft und auch dem Trainer, wer auch immer der Trainer ist, eine Struktur anbietet, wo man bestmöglichste Möglichkeiten schafft, um eben optimal arbeiten zu können. 2 Tage später reagiert der Präsident. Helge Leonhardt tritt nach 8 Jahren im Amt zurück. Thorsten Enders wird Interimspräsident. Erste Amtshandlung, der Verein entlässt Timo Rost, 112 Tage nach seiner Vorstellung. Es ist eine gespaltene Mannschaft und jetzt müssen wir hier neue Wege suchen. Wie schon letzte Saison übernimmt NLZ-Leiter Carsten Müller interimsweise den Trainerposten. Ihm gelingt der erste Saisonsieg im Landespokal. Und seit Mittwoch ist Matthias Heidrich neuer sportlicher Leiter. Ich denke, dass hier jetzt auch ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass man erkennt, dass hier neue Wege gesucht werden. Es droht der freie Fall in die Regionalliga. Gesucht wird der 9. Chefcoach seit 2017. Vor allem aber der Funke Hoffnung. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.